Shalom euch allen. Hallo nice, und herzlich nice. Willkommen zur neuen Folge von Genma Unimusha. Wir spielen dieses Spiel weiter nach einer für euch gar nicht mal so langen Pause, für uns allerdings schon. Was wir gerade daran gemerkt haben, dass wir die Steuerung nochmal verinnerlichen mussten, beziehungsweise Robin die Steuerung nochmal verinnerlichen musste. Ja. Denn dieses Spiel ist ja gar nicht so einfach, wie wir auch schon festgestellt haben in den letzten Folgen. Genau, wir haben halt zwischendurch den einfachen Schwierigkeitsgrad freigeschaltet. Ja, wirklich. Weil ich zweimal gestorben bin hintereinander. Wir haben im Raum hier vor quasi aufgehört, wenn ich mich recht erinnere, letztes Mal. Wir sind also nur durch eine Tür gegangen und sind jetzt quasi eigentlich genau da, wo wir aufgehört haben. Deswegen nicht wundern, falls ihr das noch nicht seht, noch nicht kennt seit der letzten Folge. Ich habe eine Pflanze gefunden. Was ist denn in der Story nochmal passiert? Da wurde irgendeine Frau entführt, ne? Das war's. Genau, die wir ja ganz am Anfang direkt getroffen hatten. Und dann kam dieser eine Oni und hat die mitgenommen. Oh, Jesus. Ich glaube, viel mehr ist auch noch nicht passiert. Wir haben ja auch noch nicht so lange gespielt. Wobei das auch kein langes Spiel sein soll, das kommt auch noch dazu. Ja, da bin ich auch Fan von. Nicht, weil das schlecht ist, sondern einfach, weil kurze Spiele gut sind. Muss man einfach mal so sagen. Ja, vor allem im aktuellen Kontext der... Oh shit, jetzt habe ich das deaktiviert. 2017er Spiel-Releases. Oh Mann, das ist die Super-Attacke. RB ist halt um 90 Grad drehen. Oh, 180 Grad, Entschuldigung. Und... Geht gut los, pack den Bogen aus. Was habe ich jetzt komplett verschwendet, ey, so ein Scheiß. Ja, das kann schon mal passieren, Robin. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir das weiterspielen. Übrigens noch... die Korrektur aus den Kommentaren, weil ich ja irgendwie am Anfang mal gesagt habe, das Spiel hat drei Teile und mir war tatsächlich nicht bewusst, dass es insgesamt irgendwie 6 Unimusha-Spiele gibt. Was? Ja, es ist ganz komisch. Es gibt sogar noch ein, warte, ich guck nochmal nach. Ein viertes auf jeden Fall noch in der Hauptreihe, das heißt aber nicht Unimusha 4. Was denn? Ich will nur mal kurz sagen, das wird gerade wirklich Resident Evil, weil wir haben hier eine Tür, wir haben hier einen Brunnen, den wir hinabsteigen können. Und wir haben dort noch eine Tür. Ich würde sagen, der Brunnen ist für mich jetzt erstmal am interessantesten, muss ich gestehen. Habe ich auch nichts dagegen. Mich erinnert das hier halt total an Resi, diese Art von Map. Ja, ja, da sind aber auch rote Symbole auf der Tür, also wahrscheinlich kann ich da gar nicht durch. Ja, ist verriegelt. Und mit roter Tinte markiert. Na gut, dann kann ich nur dort durch den Brunnen. So, Entschuldigung. Es gibt vier Hauptspiele, oder was? Genau, warte, ich kann sie ja mal nennen. Es gab halt Unimusha Warlords, was im Endeffekt das hier ist, was wir spielen. Nur in einer anderen Version, deswegen heißt es hier Genma Unimusha. Dann Unimusha 2, Samurai's Destiny. Und dann gibt es noch Spin-Offs wie Unimusha Tactics und Unimusha Blade Warriors. Und dann kam Unimusha 3, Demon Siege. Das war 2004. Und dann kam 2006 tatsächlich noch Unimusha Dawn of Dreams. Das Wii-Ding? PlayStation 2 steht hier. Nee, nur auf PlayStation 2. Ja, dann habe ich dachte, ist mir neu tatsächlich auch. Und das ist tatsächlich der vierte Teil der Serie, laut Wikipedia zumindest. Richtig offiziell. Und hier steht auch, noch für 2000. Komm, ich muss sie unterbrechen. Oh, what the fuck. Oh, wie sein Schnurrbart auch nach unten hängt. Ein seltsamer Mann starrt sich stillschweigend an. Das ist ja ein Dark Souls-NPC. Und geht wieder. Das ist ja großartig. Sind das die sogenannten Ancient Serpents? War das Fram? Ja, genau. Okay, ja dann tschüss. Seek Lord Souls. Entschuldigung, das muss ich darauf hinweisen. Bei Wikipedia steht noch für 2012 ohne eigenen Wikipedia-Eintrag Unimusha Soul. Keine Ahnung, was das ist. Okay, ja, ich hatte gedacht, dass es gibt irgendwas für die Wii, aber vielleicht habe ich es mit Soul Calibur verwechselt oder so. Ja, nee, ich dachte echt auch immer. Ach, das ist ein Browser-based Spiel. Ich dachte echt immer, dass das mit dem Dingens, Luc Besson, letzte Fall gewesen wäre. Luc Besson. Weiß er nicht so? Nee, ich meine den Regisseur gerade. Wen meine ich denn? Jean Reno. Richtig, Luc Besson ist ein anderer Franzose. Na, der hat doch hier. Leon ist doch von Luc Besson, oder? Ah, ja, ja, und Fifth Element. Ja. Ja, naja. So, ich muss zurückrennen, weil ich eine Leiter gefunden habe und da hinten konnte ich mit einer Leiter irgendwo hinabsteigen. Aber hier natürlich mal. Oh, geil, machen will. Ja, also vielen Dank an die Kommentare für die Erleuchtung, weil mir war das auch überhaupt nicht bewusst. Ja, die Serie ist halt immer komplett an mir vorbeigegangen, leider. Und deswegen bin ich ja sehr glücklich darüber, dass wir dem endlich ein Ende setzen können gerade. Yes. Auch wenn wir uns dazu entschieden haben, von vorn anzufangen und damit auf Analogsticks zu verzichten. Ja, das was ist ja Frage. Im nächsten Spiel auch was? Noch der Fall ist. Ist das wirklich so? Ich wollte gerade einen Witz machen, wirklich? Ja, oh, fuck my life! Ja, ich glaube, das habe ich aber schon mal festgestellt. God, no! Am Anfang. Shit. Ich bin der Meinung, mal in einem Foreneintrag gelesen zu haben, als ich bestätigen wollte, dass es tatsächlich keine Analogstick-Steuerung gibt in Unimusha 1,
dass dort gesagt wurde, in Unimusha 3 war eine der großen Neuerungen Analogstick-Steuerung. Wow, ey. Nein. Oh nein, Robin. Nein, da ist ein Health-Pickup, der da rumfliegt. Das überlebst du aber noch. Komm her. Ball dich! Yes. Das wäre jetzt ärgerlich gewesen, gell? Oh! Fuck, bist du. Zerspratzt. So, habe ich eine Leiter gefunden? Du kennst einen Graben unter Wasser. Kann das man so von unten? Brauchst Geräte. Muss ich manuell machen. Was, wir brauchen Geräte? Gegenstand. Strickleiter. Ah. Verwendet wurde Strickleiter. Das ist komisch formuliert, awesome. Aber okay. Old Video Games. So. Ja. Okay. Vor allem jetzt liegt die da. Ach nee, hat sie mit. Ja, genau. Hat sie schon festgemacht. Safe Point bitte. Oh, jeez. Oh, ich liebe diese. Ich möchte wieder mehr mit Hintergründen und so. Ja, ich auch. Habe ich bei Resident Evil festgestellt. Ja, ich liebe das. Dass ich das immer oh, noch, fuck my life. Dass ich das immer noch total mag. Oh, no. Komm, gegen so einen hast du schon mal gewonnen. Echt, ja? Ja. Okay, ich sehe, da hattest du zwar volles Leben. Mhm. Ah, guck mal. Eine Truhe in einer Kiste. Ja! Medizin. Oh, ich habe vielleicht sogar ein bisschen mehr Medizin. Dann will ich die direkt zu Anfang mal kurz. Ich habe sogar noch Pflanze. Eine kleine Menge, große Menge. Mach erstmal die kleine Menge. Wie das halt auch einfach riesig ist, ne? Mhm. Herbs. Okay, ich habe also noch eine mit. Ist das ein Freund? Vielleicht kannst du ja mit dem reden. Nope. Okay, ne. Okay. Oh. Jetzt gar nichts. Gerade keine Musik kommt. Boah. Wow. Das war überhaupt kein Problem. Ja, dieser Magic-Angriff ist halt sehr, sehr effektiv. Haben wir uns hier Sorgen gemacht. Sehr effektiv. Gegen Onis. Yes! Yes! Ah, Speicherpunkt. Erstmal weiter rennen. Why? Robin. War das die letzte Woche auch schon so? Ah Mann, nenne die Erfindung, die von dem Ogre-Clan entwickelt wurde, um die Dämonen zu. Also es ist immer an einem einem Speicherpunkt so ein Ding. Quiz. Vielleicht finden wir das ja noch irgendwann raus, was es ist. Oh, ich glaube, das wurde uns auch noch nicht erzählt. Ist auch besser so. Ja. Das würde ich auch nicht alles gespoilt bekommen. Ich kann nur nochmal betonen, ich mag das alles sehr. Das macht echt Spaß. Me too. Ich bin Hype. Ich bin Hype. I am the Hype. I am Hype. Das ist mein Lieblings-Scooter-Song. So. Klingt wie ein Film mit Will Smith. Oh, ein normaler Pfeil kann in einen Feuerpfeil aufgewendet werden. Ein sogenannter F-Pfeil. Ja, ist so richtig. Ein Pfeil. Oh, und hier könnte ich, wenn ich eine Pflanze habe, die in eine Medizin verwandeln. Oh. Das ist natürlich jetzt umgelaufen. Wobei, nee, ist eigentlich egal, weil es hat dein Leben fast vollständig aufgefüllt. Also du hast jetzt nichts groß verloren. Das zieht irgendwie diese Leiste ab da unten. Ich verstehe das alles nicht so ganz. Ach so, das ist die Leiste. What? Also ich kann mit der. Ich, das kannst du. Das ist die gleiche. Oh, das ist ja gemein. Ja, aber das dauert ja auch ein bisschen. Egal, dann gehe ich aber erstmal weiter auf mein Schwert, weil das ist mir dann ein bisschen wichtiger. Okay. Was ist hier mit. Durch die Tür kann ich noch nicht, ne? In der Mitte befindet sich ein Kristall. Daran erkennt man lodernde Flammen. Nope. Dann gehen wir nicht diese riesige Tür. Achso, das war. Hier wird es auch ganz, ich ehrlich gesagt überhaupt nicht als Tür erkannt gerade. Was? Ich dachte nur so ein Holzverschlag. Hier wird es ganz, ganz, ganz viel Backtracking geben. Ist er schon? Ja! Er redet. Auf Boss-Teil. Hä? Musik ist sehr laut. Abmischung, ja. Zieh mit Hähnchen. Moment. Wieso kann, das würde ich auch so gerne richtig. Ach, guck mal, deinen Rückweg hat er jetzt kaputt gemacht, tatsächlich. Dieser Move. Ganz kurz. An was für ein Spiel hat mich der Move gerade erinnert? Wenn er so seitlich sich wegrollt und so hinstellt. Oh, ich weiß es. Vielleicht kommst du noch drauf. Ich weiß es. Ist das Dino Crisis oder Resident Evil? Ja, Dino Crisis. Ja, richtig. Das habe ich gerade voll daran erinnert. Mich, jetzt, wo du es gesagt hast, mich auch. Das hat gerade so voll was getriggert in mir. Oh, jeez. Okay. Ich habe nämlich genau diese Szene mal reingeschnitten in ein Video. Mit den Helm-Zukunftsmenschen. Ja, genau. Aber das ist immer noch falsch, das muss man so mal nachholen. Oh, das Block hat nicht funktioniert. So ganz langsam ausgewichen ist. Oh, wie er gerade geguckt hat. Ja. Okay, voll cool. Running. Okay, das blocken wir. Oh, wow. Ich weiß, ich hab's gesehen. Ich meine, es macht schon Sinn, dass das in dem Fall nichts bringt. Du konntest so Ausweich-Slides machen, ne? Ja, wenn ich halt Ausweich-Taste halte und nach links oder rechts gehe. Aber das
mache ich halt um ihn rum und nicht so wirklich weg. Ja, ist die Frage, wie viel das hier bringt. Wahrscheinlich nicht so viel, wie wir gerne hätten. Egal, das mache ich jetzt. Yes. Ich habe vielleicht ein bisschen Magie aufsparen sollen. Kann ich das skippen, bitte? Was für ein gutes Videospiel. Hallo! Voll modern. Wirklich. Boah, der hat so viel Reichweite. Wo bin ich? Das ist ein Stein. Oh, der ist auch klar. Ah! Okay, den kann er kaputt machen. Oh, ich dachte, das hätte irgendeinen Zweck. Ja, du musst ihn ins Feuer, so hart ins Feuer locken oder so. Töten. Oh. Auf zu lachen. Lach dich noch aus. Die Magie. Okay. Oh, hier ist die Kamera dann natürlich ein bisschen hinderlich. Ja, ein bisschen. Aber, oh, was ich mache. Medizin? Das ist eine gute Idee. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon so viel bringt. Naja, nächsten, den Weg schlafe ich ja tot. Sondern. Warum steht eigentlich hier verstärken? Bitte? Warum steht eigentlich verstärken oben? Oh, stimmt. Nein, ich will einen Feuerpfeil. Achso, die habe ich. Das habe ich gemacht, nachdem ich gespeichert habe. Deswegen habe ich keine Feuerpfeile. Schade. Huch. Ah! Oh! Okay. Jetzt wärst du tot gewesen, wenn du die Medizin nicht genommen hättest. Ach, schade, dass der nicht gestunt wird. Eine Lebensleiste wäre halt echt cool. No. Wow. Stell dir mal vor, was glaubst du, was Dark Souls für ein Spiel wäre, wenn es keine Lebensleisten hätte? Glaubst du, das wäre ein deutlich schlechteres Spiel? Ja. Weil das so ganz doll beeinflusst, wie ich an die Kämpfe rangehe. Ja, ja, genau, aber vielleicht. Vielleicht kämpft, würde man sogar besser kämpfen, wenn man nicht weiß. Ja, man würde nicht so nervös. Ja. Stimmt schon, aber dieses visuelle Feedback macht, glaube ich, finde ich schon viel aus bei der Spannung und so, deswegen finde ich schade. Hier, es wäre halt insofern problematisch, als dass du nie weißt, wie viel Schaden du tatsächlich machst am Gegner. Also es müsste schon irgendwie visualisiert sein. Oh nein, tot. Weil hier kann ich mir das auch überhaupt nicht vorstellen. Es gibt ja keine Schadenszahlen oder sowas. Oh, nice. Ja! Easy. Oh, Robin, MLG. Wie konnte ich bloß sterben? Achso. Wie? Das sieht wirklich aus wie so ein Zeichentrick-Kinderserie irgendwie. Ja, ja, ne. It is time for you to go back to the underworld. Boah, Solid Snake, eat your heart out, ey. Geil. Der bleibt sogar liegen. So, speichern. Gleich zurück und speichern. Nein, ja, der ist ja kaputt. Wobei, jetzt kannst du den einen Ding da aufmachen, ne? Die Tür, die verschlossen war von der anderen Seite. Nee, nicht die. Das ist ja ein anderes Symbol. Das ist ja so ein Wehen-Ding. Aber das ist ja das Ding, was verschlossen war von der anderen Seite. Wie macht man die denn auf? Naja, sag ja, hier ist viel Backtracking. Hier wird viel, viel Backtracking sein. Ja, schlitz ihn auf. Warum können wir seine Keule nicht nehmen? Ich meine, sie ist viel zu groß für uns, aber. Na und? Journal Nummer 2. In anderen Spielen passen die sich auch an. Oh. Ich bin ein trauriger, lächerlicher Feigling. Das ist bestimmt irgendwie die Hintergrundstory von denen. Das musst du jetzt nicht ganz so. Mein Herr wurde im Kampf gegen die Dämonen schwer verletzt. Aber ich konnte nichts tun. Ich konnte meinen Herrn nicht retten. Er hat mich gebeten, ihn zum. Was ist diese Kommasetzung allgemein? Er hat mich gebeten, ihn zum Eingang der Höhle zu bringen. Dem Ende nahe versuchte er mit letzter Kraft Barrieren am Eingang zu errichten, um die Dämonen davon abzuhalten, die Höhle zu verlassen. Mein Herr hat mir ein Dokument und einen Edelstein gegeben und mir dann aufgetragen, die Höhle zu verlassen. Das war für mich der traurigste Moment meines Lebens. Ich war erleichtert zu wissen, dass ich die Höhle verlassen würde. Ich war zu glücklich, um mir über meinen Herrn Gedanken zu machen. Ich konnte nur noch an mich selbst denken. Danach versteckte ich das Dokument und den Edelstein und kehrte dorthin zurück, wo mein Vorbild umgekommen war. Nie werde ich über die Willenskraft meines Herrn verfügen. Ich kann nur so viel über die Dämonen lernen wie möglich und diese Aufzeichnung als Zeugnis meiner Entdeckung zur Verfügung stellen. Okay, I guess. Alles klar. Resident Evil. Jetzt wissen wir Bescheid. Resident Evil. Oh. Oh. Wo sind wir? Oh, dumme Arschlöcher. Machen die Schlangengeräusche? Nee, ist nur das Hit-Geräusch. Bitte. Stirb halt. Oha, geil. Oh, Bones. Du
Curcumin. Schade, dass man die nicht angucken kann. Bones, don't look. Kommen wir jetzt direkt in den Dungeon, oder was? Nix da Boss. Nix. Nito. What the fuck? Bitte nicht jetzt, ich hab noch nicht gespeichert. Ich liebe dieses Spiel. Was passiert denn hier? Da links ist ein Item, das ich brauche. Damit kann ich durch die Tür. Feuer. Dann kann ich 100 Pro. Achso, stimmt. Dann. Alter, wie geil! Oh, wie sieht der denn aus? Who's there? Oh, ich hör dich auch aus. A human? How disappointing. Stimme passt nicht ganz, aber. Doch, es passt voll, jetzt kommen wir. Das ist wirklich so ein Cartoon. Who do you think you are talking to? I haven't seen one as foolish as you since that Nobunaga. Nobunaga? Nobunaga ist der aus der japanischen. Ja, Romans of the Four Kingdoms. Trilogie. The pitiful Nobunaga after he was killed in Okihazama. He then made a pact with the demons and pledged his eternal loyalty to serve us forever as our slave. No! Oh, yes, it is indeed true. Now let me show you my most recent creation. Ja, aber warum macht er sie dann? What the fuck? Rinaldo? Feast upon his bloody flesh! Was? Worauf guck ich denn da? Wie ist das alles aus? Jetzt wirklich ein Bosskampf oder was? Oder das ist ein ganz normaler Gegner, der jetzt neu eingeführt wird. Alter, das ist doch fucking Cthulhu. Guck mal, wie geil die Tentakel sich bewegen. Ja. That's what she said.